Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin Daniel von Wondershare und im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir unsere Festplatten entsperren und entschlüsseln können, damit wir wieder auf unsere Daten zugreifen können. Was ist zum Beispiel, wenn ich das Passwort für meine Festplatte vergessen habe? Das ist natürlich super nervig und deshalb habe ich einige Tipps für euch, wie ihr trotzdem wieder Zugriff auf eure Festplatte erlangt. In diesem Video schauen wir uns also an, wie wir eine passwortgeschützte Festplatte entsperren können. Aber nicht nur das, wir zeigen euch auch, wie ihr im Anschluss an die Entschlüsselung auf die Dateien auf der Festplatte zugreifen könnt und natürlich auch, wie ihr eine Festplatte generell verschlüsseln könnt. Was bedeutet das eigentlich, verschlüsselte Festplatte? Naja, das macht man zum Beispiel aus Sicherheitsgründen. Eine ungeschützte Festplatte ist von jedem auslesbar, der irgendwie Zugriff auf die Festplatte hat. Jeder könnte also meine Fotos angucken, die ich auf meiner Fotofestplatte habe. Wenn ich das nicht will, dann verschlüssel ich die Festplatte. So habe nur ich Zugriff auf diese Festplatte bzw. auf die Daten darauf und nur ich kann die auslesen oder neue Daten hinzufügen. Es gibt verschiedene Art und Weisen, so eine Festplatte zu sichern, mit einem Passwort zu schützen. Verschiedene Mechanismen, zum Beispiel über das BIOS eines Rechners oder über Mechanismen wie den BitLocker bei Windows, und all diese Optionen, die schauen wir uns jetzt im Folgenden einmal an. Eine Möglichkeit, Festplatten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, gibt es über das BIOS des Computers, quasi das Lebenssystem des Computers, was noch vor dem Betriebssystem auf dem Rechner ist. Denn Passwortverschlüsselung ist Teil der ATA-Spezifikation und darin ist festgehalten, wie Festplatten auf BIOS-Ebene verschlüsselt werden können. Dazu gibt es dann zwei 32 Byte lange Passwortmöglichkeiten, um Festplatten zu sperren oder eben zu öffnen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür müssen wir ins BIOS des Rechners gehen. In meinem Fall wäre das zum Beispiel erreichbar, indem wir den Rechner hochfahren und direkt beim Startvorgang mehrfach die Entfernen-Taste drücken, bis dann die BIOS-Anzeige geöffnet wird. Mit den Pfeiltasten navigieren wir dann zu den Security-Optionen, also den Sicherheitsoptionen, und wählen den Eintrag Passwort. Jetzt drücken wir auf Enter und öffnen diesen Menüeintrag. Hier drin können wir einen Punkt finden, der nennt sich Harddisk-Passwort. Hier können wir ein vorhandenes Passwort entfernen, ein neues Passwort eingeben, erneut bestätigen und haben somit das Passwort für unsere Festplatte geändert. Bei vielen BIOS-Systemen können wir nun durch Drücken der Taste F10 unsere Einstellungen speichern und den Computer neu starten. So haben wir das vorherige Passwort unserer Festplatte ersetzt. Das war nun die Option, wie wir über das BIOS-System des Rechners unsere Festplatte entsperren oder sperren können. Es gibt aber noch einen zweiten Mechanismus, der tief in Windows verwurzelt ist und sehr beliebt ist. Das ist der sogenannte BitLocker-Mechanismus. BitLocker gibt uns die Möglichkeit, unsere Festplatten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. In der Regel entschlüsselt Windows die Festplatten auch automatisch, wenn es weiß, dass wir der Nutzer sind, der sie vorher verschlüsselt hat. Sollte das mal nicht geklappt haben, können wir natürlich solche Festplatten auch manuell wieder entschlüsseln. Und auch das schauen wir uns jetzt an. Zunächst einmal öffnen wir die Systemsteuerung auf unserem Windows-PC. Hier gehen wir dann in den Abschnitt System und Sicherheit. In diesem Bereich können wir dann auf die BitLocker-Laufwerksverschlüsselung zugreifen. In diesem Fenster sehen wir das entsprechende Laufwerk und können BitLocker an dieser Stelle ausschalten. Im sich nun öffnenden Pop-up bestätigen wir nochmal und das Gerät wird entsperrt. Es sollte nun ganz normal über den Windows Explorer wieder zugreifbar sein. Alternativ können wir an dieser Stelle BitLocker auch komplett deaktivieren und die Verschlüsselung so permanent ausschalten. Das war tatsächlich die komfortabelste Art und Weise, den BitLocker auszuschalten. Sollte es allerdings Probleme mit eurem Computer geben und ihr aus irgendeinem Grund nicht auf die Systemsteuerung zugreifen könnt, dann gibt es noch einen anderen Weg, eure Festplatte zu entsperren, und der führt über die Kommandozeile. Auch den schauen wir uns jetzt mal an. Dafür müssen wir zunächst die Kommandozeile öffnen. Dafür geben wir in der Windows-Suche cmd ein und klicken mit der rechten Maustaste auf das Ergebnis. Wir wählen nun als Administrator ausführen. Wenn die Kommandozeile geöffnet ist, geben wir nun folgenden Befehl ein. Manage-bde -unlock den Laufwerksbuchstaben unseres Laufwerks, gefolgt von einem Doppelpunkt, -recovery-password und im Anschluss unseren Wiederherstellungsschlüssel. Hier ist es ideal, um Tippfehler zu vermeiden, dass wir diesen direkt einfügen. Das tun wir, indem wir mit der rechten Maustaste auf das Fenster der Kommandozeile klicken und dann Einfügen wählen. Wir bestätigen die Eingabe mit Enter. Das verschlüsselte Laufwerk wird nun entsperrt. Sollte das jetzt nicht geklappt haben, weil ihr zum Beispiel das Passwort für eure Festplatte nicht mehr kennt oder weil ihr den Wiederherstellungsschlüssel für eure Festplatte nicht kennt, dann ist das natürlich sehr ärgerlich, weil die Daten auf eurer Festplatte nun verschlüsselt sind. Da kommt ihr auch so ohne weiteres nicht wieder ran. Trotzdem würdet ihr natürlich gerne eure Festplatte in Zukunft wieder benutzen und zumindest wieder so einsatzbereit kriegen, dass ihr neue Daten auf ihr ablegen könnt.
Das können wir machen, indem wir die Festplatte neu formatieren. Das löscht dann auch eine vorhandene BitLocker-Verschlüsselung und die Festplatte ist dann quasi neu, so wie sie aus der Fabrik kommt. Das Ganze machen wir über die Datenträgerverwaltung im Windows und auch das schauen wir uns jetzt einmal. Um die Datenträgerverwaltung aufzurufen, klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Windows-Icon in der Startleiste. Wir wählen dann den Menüpunkt Datenträgerverwaltung aus. Als nächstes wählen wir nun das entsprechende Laufwerk, auf das wir nicht mehr zugreifen können und was wir komplett zurücksetzen wollen. Klicken dann mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk und wählen eine neue Formatierung aus. Während des Formatierungsprozesses gibt es drei Hinweise. Einmal, dass wir alle Daten sichern sollen, was wir vermutlich nicht mehr können, weil wir nicht auf sie zugreifen können. Es informiert uns darüber, dass alle Daten auf der Festplatte nun gelöscht werden, aber dass auch BitLocker entfernt wird. Nachdem wir alles angehakt haben und bestätigt haben, wird BitLocker nun vom Gerät entfernt. Wenn ihr jetzt wirklich das Passwort für eure Festplatte verloren habt, dann merkt ihr, es ist relativ schwierig, auf die Daten darauf wieder zuzugreifen. Da kann ich euch jetzt leider auch nicht bei helfen. In diesem Fall ist es ratsam, dass ihr technische, professionelle Hilfe in Anspruch nehmt. Das kann allerdings relativ teuer werden und auch da müssen die Erfolgschancen nicht unbedingt relativ groß sein, denn genau das ist ja der Zweck einer Festplattenverschlüsselung, dass man nach einer Verschlüsselung eben nicht mehr auf die Daten zugreifen kann, auch nicht, wenn man ein sonderlich großer Profi ist. Wenn ihr es nun aber geschafft habt, eure Festplatte zu entsperren, dann solltet ihr nun eigentlich wieder in der Lage sein, ganz normal auf die Festplatte, auf die Dateien darauf per Explorer zuzugreifen. Solltet ihr nun nach der Entschlüsselung, nach dem Abstellen von BitLocker merken, dass da irgendwelche Dateien drauf fehlen, dann können wir auch da eine professionelle Datenrettungssoftware einsetzen. Das ist wesentlich günstiger und ist ein guter Versuch, das selber zu versuchen, anstatt dafür professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel mit der Datenrettungssoftware Recoverit. Recoverit durchsucht die Festplatte nach verlorenen Daten, zum Beispiel aus Versehen gelöschte Daten, verloren gegangene Dateiversionen oder auch verloren gegangene Dateien durch zum Beispiel Angriffe oder Malware-Infektionen. Es hat dabei eine super einfache Oberfläche, die auch von Nicht-Profis zu bedienen ist. Die leitet einen super durch den ganzen Vorgang und ihr habt gute Erfolgschancen, eure Daten damit wiederherzustellen und auch verloren gegangene Dateien wiederzufinden. Das schauen wir uns mal an. Zunächst einmal downloaden und installieren wir Recoverit auf dem Rechner. Wenn die Installation dann komplett ist, dann starten wir das Programm und wählen die vorher passwortgeschützte Festplatte aus. Dann klicken wir auf Start und der Wiederherstellungs- bzw. Suchvorgang beginnt. Der Scanvorgang dauert nun eine kleine Zeit lang, je nachdem, wie viele Daten ihr auf der Festplatte habt. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, dann erhaltet ihr eine Liste und eine Übersicht über all die Daten, die ihr wiederherstellen könnt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, eine Vorschau anzeigen zu lassen, um sicherzugehen, dass ihr wirklich die richtigen Dateien wiederherstellt. Wir wählen die Daten aus, die wir wiederherstellen wollen und klicken auf den Wiederherstellen-Button. Eine Dialogbox fragt euch nun nach dem Ort, an dem ihr die Daten wiederherstellen wollt. Dabei stellen wir sicher, dass wir einen anderen Ort wählen, als den, von dem aus wir wiederherstellen wollen. Und das war's schon. Herzlichen Glückwunsch. Eure vorher verlorenen Daten wurden nun wiederhergestellt und sind ganz normal im Zugriff. Ja, so ein Datenverlust kann tatsächlich jedem mal passieren, sei es nur aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit oder weil man beispielsweise Opfer einer Malware-Attacke geworden ist. Ich hoffe, ihr seid nun bestens aufgeklärt über das Thema Festplattenverschlüsselung und was wir tun können, um eine Festplattenverschlüsselung zurückzunehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet euer Problem nun lösen. Ansonsten behaltet Recoverit als super Lösung für die Wiederherstellung verloren geglaubter Daten im Hinterkopf. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.